Hab mir Mühe gegeben. Boris, hallo, na? Du auch, du Schiff, na komm. Ja, meine neuen Nachbarn, die Nadine und der Dani, die haben ja mal echt eine geile Dusche gebastelt. Total simpel. Hier mit Decken und Wäscheleine. Und die, gehe ich mal hier rein, die werde ich jetzt mal testen. So, das ist die Dusche und ich probiere die jetzt aus und gehe da rein. Boah, herrlich. Die habt ihr echt super gebaut. Echt geil. Hab mir Mühe gegeben. Oh, Boris, hallo, na? Du auch, du Schiff, na komm. Das sind gut, wa? Sau geil. Okay. Das ist cool. Das wollt ihr haben, ne? Guck mal, Schrieper. Daniel, kannst du mir mal kurz helfen kommen, bitte? Kannst du mir mal kurz helfen kommen, bitte? Das ist ein bisschen mühselig so. Kannst du da mal da von da vorne da einfach da auf das Ding draufsetzen? Damit das hier oder so, hab das fest. Dann müssen wir irgendwo nochmal die Linie finden. Na, komm schon. Ah, das ging eben noch mal einiges besser. Wahrscheinlich wird die Säge jetzt mit diesem Ding auch kurz. Das ist hier, der Hammer hier, ne? Geil, oder? Ja. Aber tu das, ist besser als gar nichts. Mit den Zähnen hätte ich das nicht hingekriegt. Ja. Mit meinen. Ne, echt jetzt? Sind das die von oben oder sind es noch zwei neue? Achso, ich wollte gerade sagen, ey. Ich dachte mal, ich nehme sie scheißegal, zack, tut es auch. So. Jetzt geht da drin. Na, jetzt kannst du mal loslassen. Hallo, na, mein kleiner Freund. Die traut sich nicht. So, jetzt stopfen wir das da in das Ding rein.
Nein, jetzt bricht mir da das Ding ab. Ich will nicht mehr. Das Leben ist so scheiße. Hund, ziehst das Ding nochmal raus. Boris, komm her. Zieh raus. Nein, nicht das ganze Ding. Nicht das Stöckchen da. Das da. Zieh das mal raus. Das hast du da eben schon mal gemacht. Ja. Ich mag nicht mehr. Hier, zieh das mal raus. Zieh mal das Stöckchen da raus. Los, hol das raus. Komm, hol das raus da. Hä? Und feste ziehen. Na, komm. Boris, nein, nicht die Schildkröten. Lass doch mal die Schildkröten in Ruhe. Boris, komm mal her. Mach dich mal nützlich. Mal zieh mal das Ding hier raus. Hey. Hier. Zieh das Boris. Mal. Oh, völliges Desinteresse. Das toll. Super Hund. Hast du fein gemacht. Lass die Schildkröten in Ruhe. Was machst du denn jetzt mit diesem blöden Sonnenschirm hier? Das muss doch irgendwie zu regeln sein. Ups, Entschuldigung. Jetzt krieg ich das hier nicht mehr doch wohl. Hallo Lisa. Hallo. Ich brauche einen neuen Stock, einen, der nicht in der Mitte kaputt geht, wenn man das da rein macht. Habe ich eben auch noch gesagt, es finden nicht einfach viel geiler als suchen. Ich weiß nicht, warum alle die ganze Zeit mit der Suche beschäftigt sind. Ich check's nicht. Hier, da liegt doch zum Beispiel schon mal direkt, was man braucht. Da gehst du gar nicht lang suchen. Könnte passen. Das ist jetzt eine kleine. Oder war das, täuschte das auf den Bildern? Ja, also wir haben hier teilweise so eine kleine. Und die größte ist so, die schon gesehen. Ja. Chilis. Mann. Nimm den Vorschlag auf. So, wehe, wehe, du gehst kaputt, du blöder roter Stein jetzt, ey. Dann raste ich aus. Seit 5 Stunden versuche ich hier eine Lösung zu finden für diesen bescheuerten. Findet nur noch Schildkröten. Er kommt jeden Tag mit mindestens 3 oder 4 Schildkröten ein, oder? Ja, und ich habe die dann alle in der Dusche sitzen. Hervorragend. Bitte machen wir mal eine leckere Schildkrötensuppe, ne? Gibt's morgen. Hey! Oh. Hm. Geht noch ein bisschen rein. So. Kannst du den mal gerade halten? Also so ein bisschen. So. In ungefähr in so Richtung. Ja, er hat sich dann nicht mehr eingekriegt. Ja, nee, er hat schon gehört, nur es kam kein Kommando. Ich hab gesehen, wie sich sein Gesicht verändert hat. Ja, aber wenn du so willst, wenn er jetzt dabei ist, ist er wie ein 14-Jähriger. Da ist es auch nicht sein Ding zu hören. Ne? Obwohl er doch sehr gut hören kann. Okay. Ja, tut er auch. Also ich bin da sehr zufrieden mit dieses Hündchen. Aber wenn er nicht hört, da haben wir einen Sonnenschirm vom Müll gerettet. Der macht hier zwar eigentlich überhaupt gar keinen Sinn an der Stelle, aber Hauptsache steht wieder. Und wir haben einen Sonnenschirm-Schitten da selber gebaut. Rock'n'Roll. Perfekt.